Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei und ich hoffe ihr auch. Hi! Wenn das nicht anders ist, danke, dass du vorbeischaust. Okay, fürs Vorbeischauen heute gibt es ein Kreisrundengeschenk. Amüsier dich gut und spiel dich mal richtig. Ach ja, Bobby. Ja, ich habe die letzten Tage wieder extrem gefailt, habe ich gemerkt. Und ich glaube, ich sollte wirklich mir, ja, paar ältere Parts anschauen, bevor ich sie dann auch wirklich, also bevor ich dann den Kran wirklich spiele, damit ich mir auch sicher sein kann, was habe ich beim letzten Mal falsch gemacht oder besser gemacht und kann ich das Ganze wiederholen oder halt direkt besser machen. Aber wie immer erstmal durchgucken, was es so alles Feines gibt. Vielleicht finden wir auch was Leichtes, das, auch wenn es nur aussieht, ist nicht leicht, nur so Info. Hat man einmal beim Training gehabt und dann haben sich die Marken doch ganz anders verhalten. Okay, die ganzen Amiibo-Sachen sind wieder da und ein bisschen Kirby, wie so oft. Der eine Stern wollte schon fast runterfallen, der rechte. Okay. Oh. Den habe ich auch schon fast vergessen hier. Wenn ich immer so an Kirby denke und dann solche Kräne sehe, dann habe ich schon Angst. Genauso wie sowas hier. Besonders weil die Marken groß sind und halt die Schrägen hier ziemlich weit nach oben gehen. Dass man dann vielleicht nicht sagen kann, dass man es mit 3 Runden, sondern eher mit 4 Runden schaffen kann. Aber ja, so ist das halt. Hier kann man übrigens viele Marken sammeln, wenn man auf viele Marken aus ist. Ah, unser Pikmin-Kran ist wieder da. Dann habe ich ja heute vielleicht sogar genau das, was ich machen kann. Und zwar, dass ich halt hier den ersten Griff wieder wage. Und wenn der Pikmin so liegt, wie ich es mir beim letzten Mal vorgestellt habe. Also ich habe hier halt versucht gehabt, ihn irgendwie so zu greifen, weil ich das halt dann doch hier mal so reingreife. Und wenn das halt nicht klappt, dass er halt sich dann hier direkt nach unten legt, dass ich dann trotzdem noch hier den spielen kann. Das wäre so die Idee. Würde ich mir das anbieten. Und der eine Pikachu ist mir auch damals runtergefallen. Fragt mich nicht. Ich habe den Kran nie gespielt. Und dann sind wir wieder am Anfang. Ja, ich habe mich zwar schon fast festgelegt, aber ich gucke trotzdem mal genauer durch. Also bis gleich. So, ja, es war schon fast klar, aber ich wollte trotzdem mal kurz sicherheitshalber durchgucken. Okay, dann spielen wir den so wie beim letzten Mal, dass ich halt hier so ganz knapp hier reingreife. Und dass ich halt, ja, dass dann halt vielleicht der rote Pikmin auch wieder umfällt und dann hier vielleicht so reingreifen können. Ist halt natürlich die Frage, ob das dann auch wirklich was wird, weil ich weiß, wenn man ihn so greift, so wie er jetzt steht, dass der Greif halt hier direkt abrutscht. Aber vielleicht wird es ja das besser, wenn halt das Blatt hier in die Lücke reingedrückt wird irgendwie. So, nicht lang quatschen. Und wie gesagt, wenn es nicht klappt, dann spiele ich den anderen Pikmin-Kran. So, komm. Wirf den roten auch um. Er wirft den roten nicht um. Jetzt kann ich jetzt schon knicken. Das kann ich jetzt schon knicken und das scheint immer zu klappen mit dem blauen. Okay, alles klar. Ja, das Problem ist halt jetzt, ich müsste halt jetzt wirklich hier den gelben greifen. Und wenn der gelbe, also wenn bei dem Griff hier, der bei der rote so liegt, wie er jetzt liegt, dann kriege ich die Marke nicht. Ich könnte dann vielleicht, also nee, mit dem Greifversuch brauche ich nicht, die Fläche ist gerade und da passiert halt nichts. Also bleibt halt so, wie es ist. Und dann ist natürlich noch der andere Gedanke, wenn ich halt jetzt hier so reingreife, und die Marke halt eher sich ganz komisch verhält, dass sie ja sonst wie liegt. Ist halt jetzt die Frage, lieber halt hier sicher sein und den komplettieren oder halt, nee, komm, ich mach das beim nächsten Mal. Weil das kann man dann wieder in 2 Runden versuchen. Und der hier braucht sowieso 2 Runden. Und dann gucken wir mal, dass ich, ja, dass ich halt einfach hier am besten so nach unten drücke, dass ich halt den roten dabei lockere und der gelbe dann sowieso runterfällt. Hoffe ich doch, dass das klappt. Machen wir einfach mal direkt. Sollte ja eigentlich kein Problem sein. Alles klar, aber das war jetzt ganz dumm mit dem Drops hier. Also ich hätte schon gern, dass der Drops gerade liegt. Ich meine, ich kann ja im Zwischenfall jetzt nochmal gucken, ob links, rechts, wegen irgendwas geht, dass ich ihn vielleicht wieder gerade kriege. Weil so wie er jetzt liegt, glaube ich nicht, dass ich ihn gegriffen kriege. Na, hätte vielleicht doch ein bisschen anders reingreifen sollen. Aber gut. Gucken wir dann einfach mal nach dem Training, ob das dann klappt mit dem links, rechts, bewegen. Na, Bobby, lass uns mal durch hier. Wir wollen nichts bezahlen, wie so oft. Ich wünschte, es gäbe eine Option, das abzustellen, aber okay. Gehen wir zum Training. Nein! Wir sehen uns beim Training. Hier ist unser Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und es ist genau dieser Kran, nur mit Pokémon, nicht mit Kirby. Und ja, wir haben schon mal so einen Kran gespielt, ich weiß nicht, ob das derselbe war. Und zwar sollte man nicht ganz nach links gehen und die Bombe hier platzieren, sondern in die Mitte, damit die Marke hier gleich nach links runterfällt. Und dass dabei halt hier die ganzen anderen Marken gelockert sind. So kann man sich das gut vorstellen. Machen wir auch mal direkt. Na, ich wollte zwar schon so werfen, dass halt die Bombe die schon vorher lockert, aber gut.
ihr seht es halt, die Marken hier sind halt wirklich so eine Sache, oder gerade der ganze Kran ist so eine Sache, dass man halt wirklich erstmal gut in die Mitte wirft, bevor man hier nach links geht, weil hier hinzuwerfen wird halt nichts passieren. Am liebsten würde man ja gucken, dass man hier reinwirft, dass man die Marken langsam sich nach rechts kriegt, aber ihr seht es ja. So, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich werfe jetzt hier so hin, dass er ganz leicht hier runterrollt, oder ich werfe hier dagegen, dass die hier in die Mitte kommt. Ich glaube, ich mache das mit dem Dranwerfen. Das macht mir immer so ein bisschen mehr Sinn. Genau, alles klar. Okay, das war ein guter Wurf, aber ihr seht halt hier, jetzt gibt es wohl nur noch die Möglichkeit, ganz nach links zu gehen. Alles andere macht wohl leider keinen Sinn. Schade eigentlich. Aber ist halt leider keine Lücke frei. So, alles klar. Okay, also man kann schon sagen, gut, man kann den Kran in 5 Runden komplettieren, aber man würde halt gerne das in weniger schaffen. So, und die wäre runtergefallen, wäre sie nicht hier abgeprallt. Was soll's, wie schon gesagt, diese Art von Grenze ist sowieso schwer. Da ist selbst bei 5 Runden das nicht ganz so einfach. Es sei denn, vielleicht die erste oder die zweite Bombe macht irgendwas besser, dass die zwei hier rechts runtergefallen sind, dass die drei hier sich so lockern, dass nämlich eine hier auf der Seite liegt, dass man ein bisschen mehr Platz hat. Aber was will man machen? So, ein Bonus. Und dann gucke ich mal, dass ich diesen Zahlendrops von Big Man irgendwie wieder gerade kriege, weil so kann ich nicht wirklich reinkommen. Oder er hat gesagt, ich könnte schon, aber ich bin mir fast sicher, dass er ihn dann fallen lässt. Ach ja, Bobby, lass uns mal durch hier. So, Leute, ja, leider bewegt sich der Blob oder der Drops nicht wirklich. Es ist eher passiert, dass der blaue Pikmin nach unten gerutscht ist. Also fragt mich nicht, wie er das geschafft hat, aber ja. Müssen wir ihn jetzt wohl befreien und hoffen, dass er den Drops festhält. Weil es ist ja noch vielleicht noch der Gedanke, dass wenn er den Drops zumindest ein bisschen hochhebt, dass er dann beim Runterfallen dann trotzdem noch runterdropsen kann. Aber ich glaube, wenn er den so wieder fallen lässt, wie er jetzt liegt, dann wird er eher hier aufprallen und dann wird er beim Aufprall eher nach links springen als nach rechts. Aber wir müssen es mal ausprobieren, weil hier kann ich nicht reingreifen. Ich habe auch beim linken Rechtwegen natürlich hier so hin und her gespielt, dass dann vielleicht er hier ihn noch mit runterschiebt, eventuell, aber ja, da ist halt auch nicht viel passiert. Der hätte halt wirklich schon hier umfallen müssen, dass man hier so reingreifen kann. Ja gut, dann holen wir uns mal den Drops und hoffen, dass wir ihn auch kriegen. Vielleicht drückt er ja ein bisschen nach unten und dabei greift er ihn irgendwie so. Na, auf jeden Fall hebt er ihn mal hoch. Okay. Er hat ihn relativ lange festgehalten. Da bin ich eigentlich auch froh, dass er hier gelegen hat und nicht hier, weil sonst wäre er irgendwo hier in der Mitte runtergefallen. Da bin ich schon zufrieden, ja. Weil hätte ja auch anders laufen können, dann haben wir zumindest wieder mal ein Set komplett. Immer so ein Stückchen immer weiter komplettieren der ganzen Pikmin-Marken. Aber der andere Kran macht mir immer so leicht Sorgen wegen dem einen roten Pikmin. Gut, ich hätte ihn auch spielen können, dass ich jetzt sagen kann, gut, ich hätte jetzt auch noch den gelben Pikmin greifen können. Aber lieber haben wir den dann komplett, dann brauchen wir uns über den hier gar keine Gedanken mehr zu machen. Und wenn der andere wieder kommt, dann kann ich immer noch versuchen, den dann zu spielen. Aber dann schauen wir uns mal schnell die Sammlung an. So, und da haben wir ihn, ja. Da ist wenigstens noch der rote Pikmin dabei, der hilft beim blauen Pikmin, also beim Hochheben, weil, ja, alleine war das für ihn für ein Ding der Möglichkeit. Man muss natürlich auch sagen, das stimmt eigentlich nicht ganz, weil die 5 sagt, dass man mindestens 5 Pikmin braucht, um das hochzuheben. Aber ich bin auf jeden Fall froh, dass das Ganze geklappt hat heute. Also nicht so wie die letzten Tage, wo ich halt wirklich was ausprobiert habe und dann im Endeffekt festgestellt habe, ja, das war vielleicht auch keine so gute Idee oder ich hätte auch ein bisschen besser spielen können, natürlich. Aber ja. Dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badge Arcade Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir gerne schreiben, wie euch das Training abgelaufen ist. Vielleicht habt ihr es ja geschafft zu komplettieren. Die erste Bombe war eigentlich ganz okay, aber bei der zweiten hat es dann eher ausgesehen, als hätte es anders laufen können. Weil wenn alle drei Marken links hängen, dann verschenkt man eine Bombe. Oder nur fürs weitere Lockern. Aber gut, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.